Hallo, ich bin Cyrus Raber und lebe in Berlin. Kommt der alte Sack auch mal aus seiner Höhle? Geboren bin ich 71 in Deutschland. Bin aber halber Perser, da mein Vater aus dem Iran stammt. Ach so, ja dann. Ich habe Schauspiel studiert und seitdem spiele ich regelmäßig Theater. Auch als Sprecher bin ich von Zeit zu Zeit tätig. Dieser Typ ist so wandlungsfähig und das macht ihn so aus. Natürlich habe ich auch gedreht. Ja, ich bin ja schon dran. Aber sehen Sie selbst. Was machst du denn jetzt hier? Hier sind Sie ja. Unser neuer Kollege hat sich schon überall gesucht. Hm? Was, wie? Was denn für ein Kollege? Kommissar Kretschmer, richtig? Schneider, mein Name. Sie können aber auch Lutz zu mir sagen. Na, kommen Sie. Ich stelle Sie mal den anderen Kollegen vor. Hm? Sag mal, Natascha, was hast du mit dem gemacht? Der ist ja völlig durch den Wind. Ach, wir haben nur ein bisschen geplaudert über Western. Western? Ja. Aha. Na, Fasser. Gehört-Termin wartet übrigens draußen. Mhm. Viel Glück! Nun lasst uns meditieren und dabei Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Verdammt, nicht schon wieder, Schrottding. Ich brauch dringend mal wieder Neues. Ich bin bestimmt eine bessere Yoga-Lehrerin als der Vogel. Wir beenden unsere Meditation. Und? Zu was für einer Erkenntnis? Lange nicht gesehen. Hast dich ja auch nie mehr gemeldet. Sammelst du Flaschen? Was ist denn mit dir passiert? Ich glaube, das kannst du dir denken. Hast du Lust, mal einen Kaffee mit mir trinken zu gehen? Auf einer deiner Pfandsammeltouren? Und du? Sammelst hier Männer? Das wird nichts mehr. Unser Zug ist abgefahren. Leck mich. Direkt auf dem. Wo willst du hin? Desiree. Fick dich doch. Tja, dann würde ich doch sagen, machen wir dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wissen Sie noch, wo wir aufgehört haben? Regelmäßige kleine Aufmerksamkeiten halten die Beziehung frisch. Machen Sie sich ab und an kleine Geschenke? Klaus? Susanne? Ich weiß ja, dass unsere Liebe das größte Geschenk ist. Alle Frauen wollen doch verwöhnt werden. So, so? Bist du so ein Konsumopfer? Das sehe ich jetzt ganz anders. Aber bitte, bitte, fahren Sie fort. Fahren Sie bitte fort. Das kann
Chaos in seinem Kopf spiegelt sich auch in seinem Alltagsleben wieder. Zu viel Neues prasselt ständig auf ihn ein. In aller Welt bekannt ist Da Vinci heute vor allem als Maler. Diese Maschine will Leonardo unbedingt konstruieren. Leonardos Traum vom Fliegen ist daher immer ein Traum geblieben. Wir hätten ja eine Woche Costa Rica all inclusive für 1.009 Euro. 1.009 Euro? Ja. Mhm. Ja, eigentlich wollte ich ja nach Schottland, aber... ja. Warum eigentlich nicht?